Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um meinen Manga-Haul, diesmal für den Monat April. Aber vorab möchte ich nochmal was sagen, und zwar ich habe einen Instagram-Account, ich heiße da genauso wie hier auf YouTube. Und es würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und einen Follow da lassen würdet. Da werde ich meistens halt Stories posten, was ich so tagsüber mache, beziehungsweise wenn ich auf Conventions bin, so ein paar Updates geben und gelegentlich mal ein paar Beiträge. Aber ich bin da schon relativ aktiv. Ich habe auch Twitter, aber da bin ich eher ein bisschen inaktiv. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Und ich habe bei den Statistiken gesehen, tatsächlich hier bei YouTube, dass über 80% der Nutzer, die meine Videos schauen, kein Abonnent sind. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr jetzt mal ein Abo da lassen würdet, weil es wäre eine Win-Win-Situation und es würde mir auf jeden Fall viel weiterhelfen. Aber jetzt genug davon und wir starten mit dem Video. So, fangen wir an mit Band 27 der japanischen Ausgabe von Tokyo Revengers. Mit einer meiner Lieblingscharaktere drauf, Senju. Und ich liebe einfach ihr Outfit, beziehungsweise das Cover ist einfach so schön gestaltet. Und ja, ich feiere es einfach komplett. Ich werde hier nicht spoilern, keine Sorge. Ich zeige euch nur mal das Alternativcover noch. Das finde ich auch noch sehr schön. Und ja, wer länger auf meinem Kanal unterwegs ist, weiß, dass ich Tokyo Revengers sehr mag. Und ja, für die, die es interessiert, blätter ich jetzt mal kurz durch. Kurz 10 Sekunden Skip, die es nicht sehen wollen. Und ja, so viel zum ersten Band und ab zum nächsten. So, die nächsten Manga habe ich von bücherbilliger.de gekauft. Es handelt sich hierbei um Mängelexemplare und zwar um Dr. Stone. Mängelexemplare sind eigentlich nur, dass hier unten ein Stempel ist und so ein bisschen gedamaged. Beziehungsweise hier jetzt bei dem Band ein bisschen mehr, bei den anderen eher weniger. Aber sonst handelt es sich hier so gut wie um neue Exemplare und ja, ich zahle anstatt 7 Euro 4 Euro für ein Band. Und da stört mich das hier unten auch eher weniger. Und da habe ich mir den neunten Band geholt. Dann habe ich hier noch einmal den elften Band geholt. Und die sind wirklich alle wie neu, bis auf hier unten. Und ja. Ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, bücherbilliger.de da mal vorbeizuschauen. Die haben auch ein relativ großes Sortiment. Also hier zum Beispiel Dr. Stone 9, 11, 12, 13 und 14 waren alle verfügbar und alle für 4 Euro. Und da kann man sich eher weniger beschweren. Und ja, Dr. Stone, habe ich den Anime gesehen, die ersten zwei Staffeln. Hab dann überlegt, komm, den Manga muss ich auch irgendwann haben. Boichi mag ich sowieso als Zeichner sehr gerne. Und ja, habe ich gedacht, komm, wenn ich die hier gerade im Angebot sehe, dann fange ich mal langsam an, Dr. Stone zu sammeln. Und ja, meine Meinung zu Dr. Stone. Ich mag's. Es macht mir sehr viel Spaß zu gucken. Wie gesagt, nur den Anime gelesen habe ich da noch nichts. Und ja, so viel zu Dr. Stone. Als nächstes habe ich ein Spin-off von einem Werk, das sehr umstritten ist. Manche lieben es, manche hassen es. Und ich bin tatsächlich einer, der es liebt. Und es geht hier um das Spin-off von Fairy Tail Happy's Adventures. Und ja, teils habe ich bei Amazon, teils habe ich bei bücherbilliger.de gekauft. Und ja, ich liebe Fairy Tail. Ich habe den Anime gesehen, den Manga noch nie gelesen. Und ja, Happy mag ich auch sehr. Und da habe ich einfach mal Bock, hier das Spin-off zu lesen. Und ja, was habe ich erwartet? Einfach süße Happy Action. Und das werde ich wahrscheinlich auch bekommen. Ich zeige euch nochmal hier den Zeichenstil. Und ja, also keine Ahnung. Ich liebe es einfach. Und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Und ob ich mir. Also ich habe überlegt, mir auch die also Fairy Tail als Manga zu holen. Wahrscheinlich dann in der neuen Massiv-Edition von Carlsen. Und ja, aber es wird ganz davon abhängen, wie die Übersetzung dort ist, ob die Namen originalgetreu sind oder wieder so komisch übersetzt sind, weil in den Einzelbänden ist es, glaube ich, so, dass Juvia irgendwie Jubia heißt und Seraph hat auch einen anderen Namen und keine Ahnung. Ersa heißt ja nicht Ersa, sondern Elsa oder so, keine Ahnung. Und da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Und wenn die neue Übersetzung da ist mit Originalnamen in der Massiv-Edition, werde ich mir die Massiv-Edition holen. Wenn da wieder diese anderen komischen Namen sind, dann nicht. So ist meine Meinung. Und ja, so viel zu Fairy Tail Happy's Adventures. So, zu guter Letzt kommen wir zu einer Reihe von Mangaka, die neu rausgekommen ist. Und zwar ist die Rede von My Home Hero. Ich finde das Cover einfach sehr sick und
Ja, die Inhaltsangabe habe ich mir auch durchgelesen und habe dann gedacht, komm, das klingt so interessant, das muss ich mir holen. Ich lese es euch einmal vor. Tetsuos gesamtes Leben lässt sich mit einem Wort beschreiben, durchschnittlich. Doch obwohl weder sein langweiliger Bürojob noch seine selbstgeschriebenen Detektivromane über das Mittelmaß hinausreichen, ist der bescheidene Familienvater glücklich. Als Tetsuo bei einem Mittagessen feststellen muss, dass seine erwachsene Tochter Reika von ihrem Freund geschlagen wird, verändert sich sein Leben mit einem Mal. Um Reika zu beschützen, spielt Tetsuo selbst Detektiv und erfährt, dass ihr Freund nicht nur zu den Yakuza gehört, sondern auch zwei seiner Ex-Freundinnen ermordet hat. Und Reika soll die nächste sein. Und das klingt einfach so nice, die Geschichte. Ich zeige euch auch mal ein bisschen den Zeichenstil hier. Der ist nämlich auch nicht schlecht. Und ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend, habe ich Bock drauf. Und ja, lasse ich mich mal überraschen, ne? Und das war die letzte Reihe und wir hören uns gleich nochmal. So Leute, das war's mit dem Mangold für den Monat April. In diesem Monat sind nicht so viele Reihen eingezogen. Nächsten Monat vielleicht mehr. Ich kann aber nichts garantieren. Und ich wollte nebenbei noch erwähnen, falls jemand von euch interessiert, ich bin dieses Jahr auf der Dokumi mit dabei. Und dann bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für mehr Videos, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und ciao.